NDR Kultur. Kontrovers. Dazu begrüßt Sie Ulrich Kühn. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Es wird anregend werden heute Abend, vielleicht aufregend, und es wird, ich vermute, gestritten werden. Das Thema der Sendung steht dafür. Es heißt, das Kreuz mit der Religion, ist uns der Glaube Fundament oder Bürde? Religionen verheißen heiligen Frieden. Oft sind sie dennoch Zentren des Streits. Wahrheitsansprüche und Bekenntnisse prallen aufeinander. Menschen handeln fanatisch und fundamentalistisch im Namen von Religion. Ein dürftiges Video zieht den Propheten Mohammed in den Dreck. Es gibt Wut und Protest. Viele Menschen sterben. In westlichen Gesellschaften, in denen die Kunstfreiheit so viel gilt, wird über ein Verbot diskutiert. Gestritten wird auch über Blasphemie, wenn Satire den Papst in unwürdiger Pose zeigt. Da melden sich selbst Künstler zu Wort und verlangen schärfere Gesetze. Wie passt das in diese moderne Zeit, die doch Kirchenaustritte in Serie verzeichnet, in der immer weniger Menschen an Kerninhalte des Christentums glauben, in der Kirche und Staat dem Grunde nach säuberlich getrennt sein sollen. Darüber wollen wir diskutieren, kontrovers und hoffentlich ergiebig. Hier im Studio in Hamburg begrüße ich dazu Matthias Matussek, der Journalist und Autor, hat über sein katholisches Abenteuer geschrieben. In Kürze erscheint sein Roman Die Apokalypse nach Richard. Matthias Matussek findet Diesseitsgläubigkeit verächtlich. Guten Abend, Herr Matussek. Guten Abend, Herr Kühn. Neben ihm die türkisch-deutsche Schriftstellerin und Publizistin Hilal Sezgin. Sie ist Mitglied des Liberal-Islamischen Bundes, hat unter anderem ein Buch über den Koran und die Zukunft des Islam verfasst und ist Herausgeberin des Sammelwerks Manifest der Vielen. Guten Abend, Frau Sezgin. Guten Abend. Zugeschaltet aus Berlin ist Professor Rolf Schieder. Er ist Lehrstuhlinhaber für praktische Theologie und Religionspädagogik an der Humboldt-Uni zu Berlin. Sind Religionen gefährlich, hat er in Buchform gefragt, sein Fazit auf einen Satz gebracht. Religionen sind riskant. Guten Abend, Herr Schieder. Guten Abend, Herr Kühn. Und Michael Schmidt-Salomon, zugeschaltet aus Saarbrücken, Philosoph und Schriftsteller, ist Mitbegründer und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, die sich eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung nennt. Von ihm stammen das satirische Lexikon Die Kirche im Kopf und die Streitschrift Keine Macht den Doofen. Darin gibt es ein Kapitel über die wundersame Welt der Religioten. Guten Abend, Herr Schmidt-Salomon. Guten Abend. Und gleich die Frage an Sie. Was bitte sind Religioten? Ja, Religioten sind Menschen, bei denen religiöse Indoktrination in der Jugend vornehmlich dazu geführt hat, dass sie unempfindlich sind gegenüber logischen Widersprüchen und empirischen Tatsachen. Und das kann durchaus dann auch dazu führen, dass Menschen zu gewalttätigem Verhalten neigen. Was interessant ist an dieser Form der partiellen Denk- und Entwicklungshemmung, dass sie eben nicht generell den IQ herunterschraubt, sondern sehr, sehr intelligente Menschen können durchaus in religiöser Hinsicht große Dummheiten vertreten. Sie machen sich über grundlegende religiöse Rituale lustig, beispielsweise über das Abendmahl in christlichen Gottesdiensten. Sind denn die Glaubensüberzeugungen anderer Menschen nicht einfach zu respektieren, so wie sie sind? Menschen sind als Menschen zu respektieren. Das ist ein wichtiger humanistischer Grundsatz, den wir verteidigen müssen. Aber manche Überzeugungen und auch Handlungsweisen von Menschen haben keinen Respekt verdient. Und das zeigt sich ja gerade in der Gegenwart, dass wir absurderweise aufgefordert werden, Respekt gegenüber solchen Menschen zu zeigen, die jeden Funken Respekt gegenüber Andersdenkenden eben nicht zeigen können. Und das geht dann sogar so weit, dass die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit in Deutschland eingeschränkt werden soll, aus Rücksicht auf solche religiösen Fanatiker. Und das ist grundverkehrt, denn es würde diese Menschen dazu ermutigen, künftig noch massiver und gewaltsamer zu protestieren, um jede Kritik ihrer Religion bereits im Ansatz zu verhindern. Hilal Sezgin, was Herr Schmidt-Salomon über das Abendmahl denkt, wenn er sich über das Abendmahl lustig macht, das könnte sie ja theoretisch gleichgültig lassen. Es geht aber auch gegen den Islam, eben wie wir gehört haben, gegen den Islamismus. Schmidt-Salomon sagt, er tut das alles im Namen der Aufklärung. Billigen Sie ihm das zu?
ich kann Schmidts seine Motive natürlich jetzt nicht beurteilen. Ich finde, man muss immer Rücksicht nehmen auf Dinge, die anderen Menschen potenziell sehr, sehr wichtig sind. Das ist dann erstmal egal, ob das jetzt irgendwie Religion oder andere Inhalte sind. Also so würde ich mir dieses Verbot, Religion teilweise zu schmähen, erklären. Ja? Da geht es nicht, wir beleidigen nicht Gott, wir beleidigen nicht Mohammed und wir beleidigen auch nicht Jesus. Aber wir können natürlich die Menschen verletzen, für die es sehr wichtig ist. Für mich übrigens ironischerweise, mir wurde gerade erst vor 2 Monaten ein Satz, der das Abendmahl sozusagen beleidigen würde, aus einem Radiokommentar herausgestrichen, weil er gegen ein NRW-Landesgesetz sozusagen verstoßen hätte. Dabei fand ich den Satz ziemlich harmlos. Also das gibt es auch im christlichen Kontext, da sind wir Muslime gar nicht die Einzigen. Das war wohlgemerkt nicht beim NDR der Fall. Herr Matussek, von einer partiellen Entwicklungsstörung oder so etwas Ähnlichem hat Herr Schmidt-Salomon vorhin gesprochen. Leiden Sie an einer solchen? Ja, nee, kann ich eigentlich nicht finden. Ich habe eine sehr glückhafte Kindheit gehabt, festgefügt im katholischen Glauben. Ich habe in meinem neuen Roman, Die Apokalypse nach Richard, über darüber geschrieben und auch über verschiedene andere Glaubensformen, die meines Vaters, Richard ist als Modell sozusagen mein Vater. Und ich habe das als sehr beglückend empfunden und wir haben viel diskutiert und ich habe nicht den Eindruck, dass zum Beispiel Pascal ein Idiot war oder dass Augustinus ein Idiot war oder dass Thomas von Aquin die großen Kirchenväter, dass sie Idioten waren. Nö, würde ich mich zurückhalten mit solchen Beschimpfungen. Nee, in meiner Kindheit, und schildere das ja in diesem Roman, ist eine Familiengeschichte, die zu Weihnachten zusammenkommt und die alten Rituale des Zusammenseins, Weihnachtserzählungen und so weiter miterlebt und das Friedensfest feiert. Und insofern, ich habe eine glückliche religiöse Kindheit gehabt. Und fühlen sich durch Herrn Schmidt-Salomon nicht beleidigt, denn das zielt ja auf Menschen wie Sie, die zu ihren religiösen Grundüberzeugungen stehen. Aber wissen Sie, ich kenne ja den Schmidt-Salomon, der läuft ja schon seit einer geraumen Zeit durch die Arena und pöbelt drum. Da hat man sich dran gewöhnt. Wissen Sie, als Katholik ist man sehr kränkungsgewöhnt in dieser Gesellschaft. Wir hatten vorhin die Satire mit dem Papst erwähnt, einen alten Mann als Inkontinenten zu bezeichnen und das unter großem Penela-Gejohle rumzuzeigen. Also der Unterschied wirklich zwischen Christentum und dem doch sehr reizbaren Islam ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir kränkungsgewöhnt sind. Und das ist eine vollkommen unnötige Front, die Sie da gerade aufmachen. Darf ich kurz nur diesen Gedanken weiterentwickeln? Ich habe das noch nicht erlebt, dass sich der katholische Mob durch die Straßen wälzt, weil und Häuser anzündet, weil der Papst verunglimpft wurde oder lächerlich gemacht wurde. Ich finde allerdings tatsächlich, dass einige dieser, also jetzt nehmen wir zum Beispiel den Mohammed-Film, der ist so abgrundtief dämlich und so abgrundtief auch verletzend. Da würde ich sagen, da sind die Macher gezielt mit dem Vorsatz rangegangen, andere Leute, eine große Religionsgemeinschaft, in der Welt wirklich zu beleidigen. Und da würde ich sagen, da sollten wir, auch gerade wir als Journalisten, die wir ja immer so die Meinungsfreiheit hochhalten, sollten uns überlegen, ob wir nicht tatsächlich verantwortungsvoller mit Meinungsfreiheit, mit Karikaturen und so weiter umgehen sollten. Ich hatte gerade eine Diskussion mit dem Chef der dänischen Tageszeitung, die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, und der hat mir dabei gepflichtet. Kleinen Moment, Frau Sesking, gleich Ihr Widerspruch. Ich möchte erst Professor Rolf Schieder fragen, den praktischen Theologen. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen, dass Menschen gestorben sind, dieses von Herrn Matussek eben auch nochmal kritisierten dürftigen Videos wegen. Sie sagen, Religion ist nicht per se gefährlich, aber sie ist riskant. Frage, ist dieses Risiko nicht schon viel zu groß, wenn es wie rund um einen solchen Mohammed-Film überhaupt Tote geben kann? Ja, aber ich meine, wir müssen doch die gesellschaftlichen, kulturellen Bedingungen unterscheiden. In Deutschland hat sich kein Mob durch die Straßen gewälzt, sondern das sind
Bewegungen, die haben mit Religion im Grunde sehr wenig zu tun. Ich war, wir müssen, die Kanzlerin hat kürzlich darauf hingewiesen, wir sollten streng zwischen Islamismus und Islam unterscheiden. Und ich glaube, da hat sie vollkommen recht. Ich war, im Grunde wird auch hier Religion dazu benutzt, um einen politisch-kulturellen Kampf gegen den Westen anzuschüren. Das hat aber sozusagen mit dem, worüber wir hier in Deutschland diskutieren, eigentlich nichts zu tun. Also ich bitte darum, dass wir da einfach strenger differenzieren, weil wir sonst Äpfel mit Birnen vergleichen und das führt uns eigentlich nicht weiter. Hm. Vielleicht darf ich auch noch schnell einen Satz zu Herrn Schmidt-Salomon sagen über die Religioten. Nicht wahr? Es ist ja so, dass wir bei den Kritikern der Religion immer das Problem haben, dass sie gegen etwas sind, was es immer schon gibt. Und es gibt von Martin Walser einen schönen Satz, der lautet: Was vermag die Verneinung schon gegen das Hauptwort? Ich meine, Atheist muss immer schon Gott sich als Gegenüber wählen, um dann dagegen zu sein. Im Grunde lebt seine ganze Veranstaltung ja davon, dass es uns gibt. Insofern habe ich auch kein Problem mit. Die Frage ist, ob der Atheist sich das zum Vorwurf machen lassen muss, Herr Schmidt-Salomon. Also zunächst einmal bin ich ja Agnostiker. Ich habe keine Probleme mit der Idee eines unvorstellbaren Gottes. Über Unvorstellbares sage ich nichts. Also unvorstellbare Götter kann es geben und auch Göttinnen. Ich sage etwas über die Vorstellung, die sich Menschen gemacht haben von Gott, und die passen einfach nicht mehr zusammen mit dem, was wir über die Welt mittlerweile wissen. Und es ist auch nicht nur bloß eine Negation. Ich werde zwar immer als Atheist angekündigt, weil das eben so wunderbar nach Schwefelgeruch klingt. Ich bin aber Humanist. Ich bin ein naturalistischer Humanist sozusagen. Naturalist bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht, dass keine Götter, Kobolde und Dämonen in die Naturgesetze eingreifen. Aber mit einer solchen Vorstellung lässt sich bestimmt auch das ein oder andere Gottesbild vereinbaren, auch wenn ich persönlich darauf verzichte. Also insofern geht die Polemik da in die falsche Richtung. Ich würde Planck hat mal was sehr Richtiges gesagt. Der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft führt einen zum Atheismus. Auf dem Grund des Glases ist Gott. Ja, das ist der Gott, den sich Planck vorstellt. Okay. Es gibt sehr viele Wunder in unserem All, in unserem Kosmos. Genau. Und ich glaube, es ist unnötig und unflätig, diejenigen zu beleidigen, die an den Schöpfer glauben. Sie glauben nicht dran, ich glaube dran. Ja, das ist doch nicht mein Problem gewesen. Entschuldige, ich wollte nur ganz kurz sagen, Ihre Chancen sind 50, meine sind 50. Können wir uns doch einfach darauf verständigen, dass jeder dem anderen zugesteht, dass er seine Wahrheit hat? Ja, ohne dem anderen da reinzufuschen. Sie können mir nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, und ich kann Ihnen nicht beweisen, dass es Gott gibt. Ich kann Ihnen das nicht beweisen. Also respektieren wir uns doch einander auf dieser Ebene. Ja, wir respektieren uns doch, Herr Matusek, das ist doch nicht das Problem. Nur als Philosoph kann ich es natürlich nicht so einfach machen, dass man den Begriff der Wahrheit zu einem rein subjektiven Konstrukt macht. Entschuldigung, ich finde aber ehrlich gesagt, dass Sie sich das als Philosoph doch recht einfach machen, weil Sie haben ja anscheinend doch einen rein, wie soll ich sagen, materialistisch-naturwissenschaftliches Weltbild. Der Naturalismus, wie Sie ihn nennen, ist ja letztlich eigentlich naturwissenschaftlich-materialistisch angelegt. Das ist ein Weltbild, das haben wir mit einem spezifischen Wahrheitsbegriff übrigens, das haben wir vielleicht seit 300, 400 Jahren in einem relativ kleinen Teil der Welt. Und die Menschheit ist natürlich schon ein paar Zehntausende von Jahren älter. Die meisten Menschen haben sehr gut damit gelebt und auch relativ selbstverständlich damit gelebt, an etwas zu glauben, mit etwas zu interagieren, was sie Dämonen und Geistern sowas nennen. Egal, wie man es genau nennt, ja, Gott, das Übernatürliche, das Göttliche und so weiter, das war sehr lange Zeit Teil der Menschheitsgeschichte. Und das, was Sie jetzt vertreten als Naturalismus, ist natürlich auch nur eine spezifische Sicht auf die Welt, die übrigens wirklich sehr jung ist, sehr extravagant und man muss auch sagen, spezifisch europäisch, und es ist fast ein bisschen kapriziös, so zu tun, als wäre alles andere albern, nur weil wir jetzt zufällig in dem Teil der Welt leben, der diese Art der Welt sich, diese junge Art der Welt sich, der vorgebracht hat. Also Epikur hat schon vor 2300 Jahren ist von einem atomistischen Weltmodell ausgegangen. Ja, da geht's So jung ist das alles auch nicht. Also Sie finden zurück, auch in Ihrer religiösen Tradition solche Positionen. Sie müssen doch den Pater Philosophica ernst nehmen. Und Platon ist der Urvater der Philosophie. Ach, und schon er
ist davon ausgegangen, dass es hinter der sichtbaren Wirklichkeit möglicherweise eine andere Wahrheit gibt. Wenn Sie einverstanden sind. Einer der wenigen Philosophen der Antike, die im Christentum so hoch geschätzt wurden. Die Wurzellegung in allen Ehren. Aber wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne in die Gegenwart zurückschwenken. Matthias Matusek, ob Mohammed verunglimpft wird oder ob, wie vom Satiremagazin Titanic, der Papst lächerlich gemacht wird. Im Grunde dürfte das doch für Sie keinen Unterschied machen. Nee, macht es auch nicht. Ich finde beides maßlos kränkend. Ich glaube, dass die Religion zum allerpersönlichsten und wirklich zum innersten, heiligsten Bezirk gehört. Und dass man darauf Rücksicht nehmen sollte. Ich würde auch nicht das Liebesempfinden eines anderen lächerlich machen. Ich würde das Schönheitsempfinden eines anderen nicht lächerlich machen. Und eben nicht das Wahrheitsempfinden. Und aber das Herr Religiöse Matusek berührt den Kern, den innersten Kern, den es zu respektieren gilt. Und darum geht es, dass nicht jeder da durchlatschen kann und sagen, du bist ein Idiot, bist ein Quatschkopf und so weiter, sondern ein bisschen Respekt vor dem, was anderen heilig ist. Ja, Professor Rolf Schieder. Das Heilige ist heute verschwunden. Möchte Professor Rolf Schieder ansprechen. Ja, bei uns sollte... Geben Sie mal kurz ein bisschen Mikrozeit ab, wirklich. Herr Schieder wollte auch was sagen. Für das Heilige. Herr Schieder ist jetzt dran, Herr Matusek. Ich möchte, Herr Schieder, nochmal auf die These von den riskanten Religionen zurückkommen. Wir sind eben Hals über Kopf in einen Streit hineingeraten, der 2300 bis 2400 Jahre zurückdatiert. Ein sehr gebildeter Streit. Im Ansatz könnte man sagen, Sie schreiben, die Risiken, die von Religion ausgehen, würden durch Bildung handhabbar. Das könnte eine fast trübsinnig stimmen. Die religiöse Bildung hierzulande dürfte vielleicht insgesamt doch eher abnehmen. Man könnte ja mal die Sache umdrehen und fragen, ob nicht ein Zunehmen einer gewissen Gelassenheit diesen Fragen gegenüber sogar friedensstiftend wirken würde. Naja, aber die Gelassenheit entsteht dann mit der Bildung. Das ist ja genau die Pointe. Nicht wahr? Durch Bildung werde ich zur Selbstdistanz befähigt. Das heißt, ich denke über mich nach und werde befähigt, mich in andere Menschen einzufühlen. Insofern bin ich schon der Meinung, dass Bildung zivilisierend sich auf Religionen auswirkt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, in Deutschland gibt es Religionsunterricht. Dafür gibt es keinen Fundamentalismus. In anderen Ländern, wo es keinen Religionsunterricht gibt, USA beispielsweise, haben wir einen blühenden Fundamentalismus, weil eben dieser Zwang, sich in andere Denksysteme und Glaubenssysteme einzufühlen, was im Religionsunterricht in der Regel gepflegt wird, weil das dort nicht stattfindet. Frau Seskin, Sie schwenken etwas nachdenkend den Kopf, scheint mir. Ach, immer wenn Herr Schieder redet, finde ich das irgendwie unheimlich plausibel. Und ich habe Ihnen auch schon vorhin zugestimmt, Herr Schieder. Sie haben einfach recht, dieser Mohammed-Karikaturenstreit, egal der alte oder der neue, der krankt einfach daran, dass wir die ganze Welt sozusagen mit unserem Vorort vergleichen. Also wir sagen jetzt, ich gucke jetzt hier bei mir aus dem Fenster, da ist kein Mob. Oh, und in Kairo hat irgendein Kamerateam einen gefunden, also sind die Muslime böser als wir. So kann man das, glaube ich, nicht machen. Ja? Also ich würde schon sagen, wir bleiben jetzt mal sozusagen in den westlichen Gesellschaften. Da haben die hiesigen Muslime, haben das ja auch nicht gemacht. Wir haben auch überhaupt nicht gefordert, dass irgendein Film nicht gezeigt wird. Wie gesagt, christliche Gruppierungen setzen auch häufiger Verbote ein. Ich denke, das gehört ganz normal zur Demokratie. Man darf übrigens auch protestieren. Ich persönlich bin nicht dafür, dass man irgendeinen Film nicht zeigt, aber ich würde verstehen, wenn Leute protestieren. Das gehört zur Demokratie dazu. Botschaften anzünden eher nicht, ne? Macht hier aber auch keiner. Aber protestieren ist in Ordnung. Ich würde nur darum bitten, dass man, wenn man jetzt über diesen, Sie haben auch schon gesagt, das sind gehässige Leute, die diesen neuen Film jetzt gemacht haben, Herr Matusek, dass man daran denkt, da geht es eigentlich gar nicht um Religionskritik oder irgendwas Subtiles oder irgendwas Philosophisches oder so. Da geht es eigentlich um Rechtsradikalismus. Ja? Mhm. Wenn jetzt Leute wie Pro-NRW mit Mohammed-Karikaturen am Ramadan-Fest vor die Moscheen in Neukölln gehen, dann ist das nicht, weil die Religion kritisieren wollen. Dann ist das, weil das Rechtsradikale sind und die wollen provozieren und die Leute verstören und die wollen eigentlich, dass diese Leute nicht hier leben. Absolut. Und das muss man einfach vor dem Kontext sagen. Und vor dem Kontext kann man sagen, das ist dann Volksverhetzung und da zeigen wir den Film nicht. Ja. Ne? So wie man meinen Kampf verbietet und so weiter und so fort. Absolut. Mhm. Es gibt natürlich die Anstiftung zum Mord, ist auch verboten. Genau. Aber insofern geht doch in diesem Film insofern also dieser Film ist ein Film, der von rechtsradikalen Christen produziert worden ist, um den Islam zu verunglimpfen. Das ist klar. Und wir haben alle diesen Trailer gesehen. Wir gehen davon aus, dass das kein guter Film ist. Aber die Kunstfreiheit gilt natürlich auch für schlechte Filme. Aber für Rechtsradikale uneingeschränkt gilt Kunstfreiheit, gilt jede Meinungsäußerung, jede Demonstrationserlaubnis für jeden Rechtsradikalen. Ja, ich bin dafür angetreten, dass die Salafisten ihren Koran verteilen können. Das ist ja auch keine rechtsradikale, hetzerische Schrift. Das ist der Koran. Ja, Moment. Also wir haben eben darüber gesprochen, über das Beleidigtsein. Und wenn Sie sich den Koran
Koran anschauen, aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Bibel, dann können ungläubige Menschen darüber viel beleidigter sein, und zwar mit triftigen Gründen, als das ist doch ein ganz anderer Muslime. Sprechakt, wenn man zum rechtsradikales Pamphlet heute schreibt und heute verteilt. Der Punkt ist doch, dass im Koran steht, dass Allah die Ungläubigen in der Hölle mit Eiterfluss und Jauche tränkt, dass es einen Trank aus siedendem Wasser gibt, genau, der uns die Eingeweide zerreißt. Wir werden mit eisernen Keulen geschlagen. Mhm. Und das ist im Koran steht in Sure 8,55, dass für Allah die Ungläubigen die schlimmsten Tiere sind. Also das sind natürlich keine guten Grundlage für einen respektvollen Umgang. Nun ist es aber nicht so, dass die Ungläubigen verlangen würden, ich meine, das ist eine massive Beleidigung, die hier ausgesprochen wird, dass deswegen der Koran verboten wird und auch nicht die Bibel, in der ähnlich schreckliche Dinge über Andersdenkende stehen. Deswegen müssen wir dafür sorgen, das ist das, was Herr Schiede doch zu Recht hier sagt, wir brauchen eine Zivilisierung der Religion, dass die Menschen mit Gelassenheit es hinnehmen, dass es verstörend andere Sichtweisen auf die Welt gibt. Herr Schieder ist in der Zuspruch von Michael Schmidt-Salomon willkommen. Ja, nein, wir sind uns in der Hinsicht vollkommen einig. Mhm. Ich stimme ihm an der Stelle zu, nur ich würde ihn davor warnen, führt dieses grauenvolle Machwerk, diesen Mohammed-Film, nun die Kunstfreiheit, das Banner der Kunstfreiheit zu hissen. Ja, aber ich meine, jeder darf das bei uns machen, aber wir dürfen doch sagen, das ist ein grauenhafter Film und wir möchten nicht, dass er zu politischen Zwecken und zur Aufhetzung benutzt wird. Damit habe ich noch lange keinen Anschlag auf die Religionsfreiheit vollzogen. Also ich würde meinen, wir müssten da auch ein bisschen abwägen zwischen dem, was nützt und was nicht nützt und nicht so das gleich zu Grundsatzfragen machen. Also einen schlechten Film kritisiere ich, ob es jetzt Kunstfreiheit gibt oder nicht. Ich möchte mal einen kleinen Moment innehalten und eine kleine Differenzierung einziehen. Wir reden die ganze Zeit über den Mohammed-Film. Wir haben vorhin kurz angedeutet, das Titanic-Titelbild mit der Papstkarikatur. Der Deutsche Presserat hat heute eine öffentliche Rüge gegen die Zeitschrift Titanic ausgesprochen. Die Darstellung des Papstes auf dem Titelbild als, ich gebe das mal wieder, inkontinent und mit Fäkalien beschmiert sei entwürdigend und ehrverletzend, so heißt es. Die Titulierung des Papstes als undichte Stelle des Vatikans sei nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und der Journalist Matthias Matusek nickt heftig. Ja, ich finde das tatsächlich unmenschlich, einen alten Mann, es geht um einen alten Mann, ihn als inkontinent an die Kioske zu bringen. Da sträubt sich in mir alles. Ich finde das, das ist ein geschmackloser Penela-Scheiß von einer derartigen Unsensibilität. Das wäre mein Einwand. Aber das ist kein religiöser Einwand jetzt. Darf ich hier mal, Frau, ganz kurz. Zunächst mal finde ich das auf einer menschlichen Ebene inhuman. Ich finde es auch inhuman, den Gekreuzigten als Klopapierspender zu zeigen. Das wäre ein religiöses Symbol. Ja? Ich bin gegen Witze mit Gekreuzigten, weil das sind ohnmächtige Menschen, die da hängen. Wie komme ich dazu, jemanden, der ohnmächtig ist und gegeißelt wird, zu verspotten? Da sträubt sich in mir alles. Und deswegen nicke ich da. Ich habe aber ein Essay darüber geschrieben im Zusammenhang mit dem Beschneidungsverbot und habe am Schluss gesagt, alles, was wir tun können, ist einfach, um Respekt zu bitten. Ja, wir können jetzt nicht, der jüdische Humor wäre ohne die lustige oder listige Herausforderung des Allmächtigen gar nicht möglich. Ja, könntest du die Hälfte der Witze vergessen. Ja, aber merkwürdigerweise sind die nie blasphemisch. Die sind nie, so sagt man, Igitt. Die sind nie dämlich. Die sind sehr klug, sehr intelligent. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Ne? Sie als Schriftstellerin, Frau Seski und Journalisten, muss jeder für sich herausfinden. Ja, diesen Anstand. Ja, und das ist alles, was ich da einklagen würde. In der Kulturkontrovers zum Thema das Kreuz mit der Religion. Stiften Religionen Frieden oder Streit? Darüber haben wir jetzt schon in Varianten eine ganze Weile diskutiert. Und wir haben auch unsere Hörerinnen und Hörer den Tag über aufgerufen, sich zu beteiligen. Und ich schlage mal vor, wir hören einen kleinen Ausschnitt dessen, was uns da erreicht hat. Ich kann also nicht nachvollziehen, dass die Religion irgendeine friedensstiftende Wirkung haben, wenn ich nur so ad hoc an die Reihenfolge der Kriege denke, angefangen bei Konstantin dem Großen, in diesem Zeichen wirst du siegen, dann kann ich da nicht denken, dass also Religionen friedensstiftend wirken.
Religion kann Frieden stiften, solange sie nicht fanatisch ausgeübt wird und den Anspruch erhebt, die einzig wahre Religion zu sein, wobei ich den Buddhismus für die friedlichste aller Religionen halte. Meine Meinung ist, dass Religion zu sehr und leicht instrumentalisierbar ist, damit Anführer nutzen das aus und manipulieren eine Masse Mensch in jede Richtung. Also in dem Moment, wo es ideologisch verbrämt wird oder wo Ideologie religiös verbrämt wird, das kommt auf eins raus, da wird es gefährlich. Die Religion soll bei Religion bleiben und dann ist sie wirklich was ganz Wichtiges und Hilfreiches. Da wird's gefährlich, sagt die Hörerin Professor Rolf Schieder. Sie haben ja die Frage gestellt in Ihrem Buch, sind Religionen gefährlich? Ist das genau die treffende Diagnose? Naja, es kommt eben darauf an, von welcher Religion man spricht. Also ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, zum Zusammenhang von Friedensstiftung oder Demokratiefähigkeit und Religion, alle politikwissenschaftlichen Untersuchungen, die es im Moment gibt, die sich mit politischer Partizipation in Ostdeutschland beschäftigen, weisen darauf hin, dass Christen häufiger zur Wahl gehen, dass Christen sich zivilgesellschaftlich häufiger betätigen. Und wenn Sie sich die Parlamente ansehen, die sind überdurchschnittlich mit Menschen besetzt, die aus der christlichen Tradition kommen, obwohl eigentlich ja nur noch 25% der Christen im Osten tätig sind. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass man das Christentum immer nur auf Religionskriege hin definiert, das ist unterkomplex. Zwei, die darauf antworten könnten, Hilal Seskin zunächst. Ja, was die verschiedenen Hörerinnen und Hörer gesagt haben, ich denke, das ist ein wirklich sehr kleiner Ausschnitt aus der Geschichte. Also wenn ich auf das 20. Jahrhundert schaue, und das waren ja nur wirklich die größten und brutalsten Kriege und die schlimmsten Pogrome und die schlimmste Massenvernichtung, die wir erlebt haben und dann noch auf mehreren Fronten noch weitere. Also das waren einfach nicht religiös geführte Kriege. Ja? Damit will ich aber auch gar nicht sagen, dass nicht religiöse Menschen schlimmer sind als religiöse. Ich glaube, es ist letztlich so, der Mensch hat die Fähigkeit, aus guten Dingen auch ziemlich schlimme Sachen rauszuholen. Beziehungsweise alle Kulturtätigkeiten können auch im Dienst des Bösen, sage ich ein bisschen dramatisch, benutzt werden. Ja? Und Gedankengebäude, auch Moralgebäude, auch politische Gedanken können sozusagen im Dienst des Bestehenden, der Herrschenden oder der Aggression eingesetzt werden und werden das oft. Ja? Also wir machen ja heute auch unsere Kriege nicht, indem wir sagen, ach, wir sind jetzt gemein, sondern wir sagen, wir bringen Demokratie zum Beispiel. Ja? Da könnte jetzt ein anderer auch sagen, das ist ja wie mit der Religion, da laufen die los mit ihrer Demokratie. Also alle möglichen Gedankengebäude haben sozusagen den Kern des Ideologischen, beziehungsweise man kann das gar nicht so trennen. Man sagt immer, Ideologie ist das Schlechte und Religion ist an sich dann wäre dann gut. Das geht einfach ineinander über. Und bestimmte äußerliche Bedingungen, aber auch innere Überzeugung und Charakter und alle möglichen sozialen Bedingungen tragen dann dazu bei, dass es entweder schlecht wird oder auch Frieden stiften. Und friedenstiftende Impulse, gerechtigkeitsstiftende Impulse haben alle Religionen auch immer wieder gehabt. Ganz viele Religionen begannen bei den marginalen Gruppen der jeweiligen Gesellschaft. Das ist ja kein Zufall, die haben sich was erhofft. Was alle Religionen oder die drei monotheistischen Religionen gemeinsam haben, ist natürlich der Gedanke, dass sie Geschöpfe Gottes sind. Und das ist der fundamentalste Friedensgedanke, den es geben kann. Der andere ist sozusagen ein Geschöpf Gottes. Ich erkenne, wir Katholiken oder die Christen sagen, in dem anderen Jesus. Ja, das ist also sozusagen Grundrespekt. Und wenn der Verfassungsrichter Böckenförde sagt, unser Grundgesetz wird garantiert durch Voraussetzungen, die es selber nicht garantieren kann, meint er damit den Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nicht der Abstimmung anheimgegeben, sondern das existiert als Tabu, als Kern in unserem Grundgesetz. Und wenn wir das, ich rede jetzt mal als Katholik vom Christentum, wenn wir den Kern des Christentums, das Neue Testament, ernst nehmen, liebe deinen Nächsten, ist das die gewaltigste friedensstiftende Kraft, die es nur geben kann. Papst Benedikt hat am Weltfriedenstag 2005. Moment, ich weiß, nur den Gedanken noch zu Ende. Papst Benedikt hat am Weltfriedenstag 2005 nochmal darauf hingewiesen, dass in dieser Nächstenliebe der Kerngedanke des Christentums liegt und hat aufgerufen zum Frieden und dann dazu den anderen zu respektieren. Ich glaube, das ist die Kardinallinie. Keine Gewalt, sondern dem Respekt dem anderen gegenüber. So, Herr Schmidt-Salomon, jetzt sind Sie aber dran. Ihnen ist eine Relativierung angeboten worden und eine Rückführung auf den Kerngedanken. Ich habe jetzt so viele Punkte, zu denen ich was sagen könnte. Zunächst mal zur Nächstenliebe. Das Problem der Nächstenliebe ist, dass sie sehr gut einhergehen kann mit fernsten Hass.
Und wir kennen das aus allen Kulturen letztlich, das nennt man in der Ethnologie den Dualismus der Ethik oder Dualismus der Moral, dass man streng unterscheidet zwischen In-Group und Out-Group, also zwischen den Leuten, die zur eigenen Gruppe gehören und denen, die nicht dazu gehören. Und wenn wir uns die Heiligen Schriften anschauen, so sind sie sehr stark geprägt von diesem Dualismus der Ethik. Die Gläubigen, diejenigen, die den Geboten folgen, denen gegenüber ist Gott oder Allah barmherzig und mildtätig. Aber gegenüber den anderen, den Bösen, wird sehr deutlich gemacht, wie grausam sie auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also auch im Neuen Testament steht das ja drin, dass der Menschensohn seine Engel aussendet und die alle zusammenbringen, die Gottes Gesetze übertreten haben, und sie werden diese Bösen in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Also wir haben diesen Dualismus immer, Nächstenhass und Nächstenliebe und fernsten Hass. Es ist überhaupt keine große Leistung einer Kultur, Nächstenliebe zu predigen. Das haben wir in fast allen Kulturen. Das große Problem ist es, die anderen, die außerhalb der Gruppe stehen, zu respektieren. Und da gab es, wenn ich das jetzt ausführen darf, eben eine Tendenz. Wir haben die Aufklärung gehabt und den Humanismus. Dadurch hat sich diese Idee der Menschenrechte entwickelt, wonach Menschen eben nicht mehr diskriminiert werden, welcher religiösen oder weltanschaulichen Gruppe sie angehören. Aber was sagen Sie denn und dagegen haben sie Päpste massenweise gewährt, und diese Menschenrechte sind immer noch ein großes Problem für alle Religionen. Schauen Sie sich im Islam die Kairoer Erklärung der Menschenrechte an. Da gilt Meinungsfreiheit nur für solche Meinungen, die im Einklang mit der Scharia stehen. Das sind keine Menschenrechte, das ist das Papier nicht wert, auf dem diese Rechte geschrieben sind. Frau Seskin, Sie sind angesprochen. Ja, ich wollte es nochmal wiederholen. Eigentlich, ja, ich gehe jetzt gar nicht auf die Kairoer Erklärung ein. Ich lebe in Deutschland. Was interessiert mich jetzt in diesem Moment jetzt die Kairoer Erklärung? Aber Sie hatten Erklärung? Sie vorher schon zu Wort gemeldet. Ja, nee, richtig. Ich meine jetzt nur zu den letzten. Was sagen Sie denn zu meinem Einwand, dass die großen Kriege 2000 eben nicht religiös motivierte Kriege waren? Ich verstehe jetzt gar nicht, wie Sie sich da irgendwie da rumlavieren sollen. Überhaupt fernsten nicht. Hass ist überall möglich. Natürlich. Wie gesagt, und also In- und Outgroups definieren alle Gesellschaften. Und die Aufklärung, aber was hat das mit der Religion zu tun? Und die Aufklärung, lieber Herr Schmidt-Salome, die tolle Aufklärung, die tolle Erklärung, Brüderlichkeit, die französische Revolution, Brüderlichkeit und so weiter. Fünf Jahre später arbeitet die Guillotine im Sekundentakt. Das Radio hat den Nachteil, dass Lautstärke nicht die Gesprächsanteile zu vermehren hilft. Vielleicht der Reihe nach nochmal. Ich habe gerade gefragt, Herr Schmidt-Salomon. Ja, bitte. Also Nationalsozialismus und Kommunismus sind politische Religionen gewesen, mit allen Eigenschaften, die Religion... Ja, das ist ja super einfach. Wenn Sie alles Böse zu einer Religion erklären, dann brauchen wir nicht zu diskutieren. Jetzt bleiben Sie bitte bei einem sauberen Begriff von Religion. Sonst geht es nicht. Das ist in der Geschichtswissenschaft ein etablierter Begriff. Wenn Ihnen das nicht passt, dann tut mir das leid. Aber es geht gar nicht. Das ist einfach völlig unsinnig. Entschuldigung. Man kann den Begriff der Religion aber auch positiv definieren. Das will ich gar nicht bestreiten, zum Beispiel im Sinne Schleiermachers. Religion als Sinn und Geschmack für das Unendliche. Das haben Menschen, die an einen Gott glauben, genauso wie Menschen, die nicht an einen Gott glauben. Ein Sinn und Geschmack für das Unendliche. Das ist das Große, das Tolle, was auch in Herr Religionen Salomon, was Sie, als Kultur Frau Seskin, drin ist. Warum Frau Seskin doch gerade abgefragert ist, dass das große Jahrhundert der Gottlosigkeit, der Religionslosigkeit, der Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert, Stalinismus und Faschismus, Nein, das ist nicht wahr. Das waren die Klerikofaschismus. In Deutschland haben wir den Faschismus gehabt. Die Soldaten Hitlers sind mit dem Spruch Gott mit uns auf dem Koppelschloss in den Krieg marschiert. Und Sie wissen das ganz genau, dass der Atheismus als Ausdruck einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung galt. Deswegen bitte tun Sie das nicht. Das ist unverschämt. Also Herr Schmidt-Salomon, aber bitte tun Sie doch was anderes nicht. Also das, was Sie sozusagen den Religiösen vorwerfen, dass Sie alle sozusagen in ein Argument und eine Waffe gegen die anderen schmieden, das machen Sie ehrlich gesagt mit der Philosophie. Also Sie verdrehen hier philosophische Begriffe. Das ist mir wirklich graus, das muss ich schon sagen. Also wenn Ihnen irgendwas nicht passt, sagen Sie, ja, das war ja Religion, das war ja Kleriko sonst was. Und Hitler war ja tatsächlich auch eine Art Papst oder so. Also bitte, verkorken Sie doch nicht so die Philosophie, wie die schlimmsten Religiösen die Religionen verkorken. Nein, ich wollte Ihnen doch nur zustimmen. Sie hatten das nämlich anfangs sehr gut dargelegt. Es geht nicht um den Gegensatz von Theismus und Atheismus. Es geht nicht darum, ob jemand an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt. Es geht darum, ob Menschen dogmatisch davon überzeugt sind, dass sie im Besitz der absolut allein
einen selig machenden Wahrheit sind. Und das können, das war im Stalinismus genauso der Fall wie in fundamentalistisch-religiösen Systemen. Und wir brauchen also einen anderen Ansatz, einen agnostischen Ansatz, der sagt... Herr Schmidt-Salomon, Sie haben von Anfang an Respekt missen lassen. Sie haben von Religioten gesprochen, von Anfang an klar gemacht, die anderen sind Idioten. Das wurde hier durch den Moderator reingebracht. Das ist wahr. Ich beziehe den Begriff der Religioten nicht einmal auf Sie, Herr Matusek, und schon gar nicht auf Frau Seskin, deren liberal-islamischen Bund ich sehr, sehr schätze. Es ist schön, Herr Schmidt-Salomon, dass Sie... Ja, Herr Schieder, bitte, unbedingt. Ich würde Herrn Schmidt-Salomon gerne mal zur Seite springen. Ich finde, man kann durchaus die politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts als politische Religion definieren, weil man daran nämlich sehr schön sehen kann, mit Hilfe welcher Strukturen, Rituale, auch sagen Ideologisierungen, sich alle Glaubenssysteme, alle Überzeugungssysteme in eine schlechte Weise hin manipulieren und instrumentalisieren lassen. Also insofern ist Herr Schieder, es waren doch Parodien. Nein, es sind doch keine Parodien. Was heißt Parodien? Das sind nicht wahr, wenn Sie sich angucken, was Parodien. Nein, wenn Sie sich angucken, was Goebbels im Sinn hatte, nicht wahr, wenn Sie sich die frühen Schriften von Goebbels angucken, die waren zutiefst religiös, aber sie waren eben von einem tiefen religiösen Dualismus geprägt. Und wir müssen strikt unterscheiden zwischen dualistischen Religionen, die zwischen einer Massa Damnata und einem erwählten Volk unterscheiden. Ich war, und das Interessante am Judentum ist eben, wenn die über das erwählte Volk nachdenken, dann wissen sie immer, das erwählte Volk ist nicht in besonderer Weise gerettet, wie könnten sie das nach der Shoah denken, sondern es ist in besonderer Weise gefordert. Aber Herr Schieder, Sie können doch nicht die Märtyrer, die im umgebracht worden sind von den Nazis, übrigens auch protestantische Geistliche, aber auch viele katholische Priester, da können Sie doch nicht sagen, das war eigentlich eine religiöse Bewegung. Nein, der Faschismus. Das war eine blutige, menschenverachtende Parodie. Es gibt Hitlerreden, der sagt, ich ersetze euch den jüdischen Gott, ich ersetze euch die 10 Gebote. Das war eine blutige Instrumentalisierung von Rhetorik. Aber es hatte doch mit Religion nichts zu tun. Es war das Gegenteil. Es war das Nichts, es war die Schwärze. Die Theologie des Adolf Hitler. Viele Theologen haben das auch schon alles bestätigt. Deswegen, Herr Schieder kennt die Literatur, Sie kennen sie nicht, Herr Matusek, und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren. Ich habe den Eindruck, wir rennen uns hier im Moment fest und flüchten uns möglicherweise in weitere Anwürfe bis Beleidigungen. Und ein Hörer könnte uns zu Hilfe kommen, der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben, Burkhard Wedler heißt er. Man muss wohl Glaube und Religion unterscheiden. Das ist ein Vorschlag, denn Kirche und Religion sind eher kommerzialisierter Glaube. Das ist seine Begründung. Jeder sollte seinen Glauben haben, aber es geht auch ohne Kirche bzw. Religion. Da ist nun ein teilweise Kopfwiegen, ein teilweise Kopfnicken zu sehen. Frau Seskin, vielleicht mal. Also bei mir war auch schon beides Wiegen und Nicken, aber ich meine, Menschen tun viele Dinge gemeinsam und dann wird aus dem individuellen Glauben irgendwann auch eine Religion. Wir institutionalisieren Dinge. Zum Glauben gehört auch mehr als, Entschuldigung, aber man stellt sich das vor, das ist nicht nur eine Überzeugung. Viele Leute denken irgendwie, Glauben ist, ich glaube, dass es Gott gibt, Punkt. Aber Glauben ist auch Handeln, ja. Glaube besteht auch aus Ritualen und Rituale können unsinnig sein, von außen sind die unsinnig, aber die werden innerlich von Sinn gefüllt durch eine Gemeinschaft und schon haben wir eine Religion. Ich glaube, um das Dilemma kommt man nicht drum, so gern man den Glauben gegen die Religion verteidigen möchte. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Es ist unrealistisch. Wir sind eine sozial lebende Spezies. Wir machen Dinge in Gemeinschaft und wir entwickeln Formen, Glauben gemeinsam zu leben. Und schon haben wir das Dilemma. Natürlich gibt es ein Problem in jeder Institutionalisierung, in jedem Festschreiben, in jedem Dogmatisieren. Das sind inhärente Probleme bei jeder Überzeugung, übrigens auch bei jeder Kunst. Immer wenn irgendwas zum Kanon wird, gibt es da ein Risiko, ein Problem. Aber ich sehe nicht, dass wir den Glauben retten können, indem wir sagen können, es gibt oder wir sollten nur haben Glauben ohne Religion. Nee, das sehe ich genauso. Also natürlich, ich rede jetzt wieder als Katholik und für uns wurde die Kirche gestiftet von Jesus, der sagte, du bist Petrus, der Fels, auf den will ich meine Kirche bauen. Und es ergab sich eine Urgemeinde und natürlich gab es Rituale, gab es Anweisungen, das Vaterunser, es gab das Abendmahl. Und für uns Katholiken sind natürlich die Sakramente auch der Moment, wo wir zusammenkommen und wo wir gemeinsam, wo wir eine Art Offenbarung haben, Glauben.
in der Kirche. Und ich nehme an, für die Moslems bei den Gebeten ist es genauso. So, und da sind wir jetzt mitten in unserer Gegenwart. Die Frage ist ja nämlich, die ich dann vielleicht an Herrn Schieder als Ersten weiterreichen würde, ob wir es nicht doch mit einer Individualisierung von Glauben und Glaubensformen zu tun haben. Es ist gestern eine neue Studie des Allensbach-Instituts erschienen, der zufolge der Glaube an Kerninhalte des christlichen Bekenntnisses etwa deutlich schwindet. Nur noch eine Minderheit der Katholiken glaubt an die Dreifaltigkeit. Zugleich nimmt der Glaube an eine überirdische Macht zu. Der Glaube an Schutzengel nimmt zu. Der Glaube an Wunder nimmt zu. Also das scheinen gegenläufige Bewegungen zu sein. Was liegt dem zugrunde, Herr Schieder? Naja, ich glaube, es ist halt ein Bildungsproblem. Wenn man nicht mehr erklären kann, was Dreifaltigkeit ist, wenn jemand mehr weiß, was er damit anfangen soll, dann glaubt er halt lieber an Engel und an Wunder und an Dinge, die er sich leichter zurechtlegen kann. Aber ich glaube, es ist in der Tat ja so, es gibt einen Trend hin zum Believing without Belonging. Das geht ja nicht nur den Kirchen so, das geht den Sportvereinen so, das geht den Gewerkschaften so. Die Menschen glauben, ohne Institutionen besser dran zu sein als mit einer Institution. Das ist aber natürlich gefährlich, denn in dem Moment, wo ich als Individuum völlig alleine bin, haben natürlich die großen, wenn man so will, kapitalistischen Kräfte enorme Einflussmöglichkeiten. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Soziologen immer darauf hingewiesen, dass es zu einer Vermassung deswegen kommt, weil es keine Institutionen und keine intermediären Institutionen mehr gibt. Das ist eine gewisse Gefahr. Man kann umgekehrt aber auch sagen, jawohl, dieser Kult des Individuums, den wir im 20. Jahrhundert betreiben, in der westlichen Welt, hat auch seine Stärken. Der Protestantismus übrigens hat den ja selbst mit hervorgebracht, nicht wahr? So Theologen wie Schleiermacher, von denen Schmidt-Salomon spricht, die waren immer der Meinung, dass in der Tat Religion etwas Hochindividuelles ist und die Kirche ist sozusagen die Schule des Christentums, aber diese Schule entwächst man irgendwann und dann ist man auch erwachsen und bewährt sich dann eben jenseits der Kirche. Nicht wahr? Das ist ein bisschen anderes Kirchenverständnis als im Katholizismus. Also insofern muss man sagen, der westliche Individualismus ist auch ein Sonderweg, der bestimmte geistesgeschichtliche Quellen hat, wie gesagt, unter anderem auch den Protestantismus dabei, der aber in anderen Gegenden der Welt überhaupt nicht verstanden wird, weil dort natürlich der Clan und die Gruppe und die Gemeinschaft dasjenige ist, was das Individuum erhält. Kurze Nachfrage, Herr Schieder, habe ich Sie richtig verstanden? Religionsgemeinschaften, ich fasse etwas grob zusammen, als Bollwerke gegen kapitalistische Umtriebe? Naja, nicht als Bollwerke, also nicht nur Religionsgemeinschaften. Ich finde alle Gruppierungen, wo Menschen soziale Nahkontakte haben, auch die Familien übrigens, nicht wahr? Aber auch Vereine helfen den Individuen eingebettet zu sein. Ich glaube, das große Problem der Menschen ist, sie sind nicht mehr eingebettet in sinnstiftende Gemeinschaften. Und dann wird man Opfer von Konsumismus, dann wird man Opfer von Orientierungslosigkeit und auch Opfer von Manipulationsmöglichkeiten. Ich glaube, insofern müssten wir alle, ob wir jetzt religiös sind oder nicht, daran interessiert sein, dass, ja, ich sage nochmal, sinnstiftende Institutionen gestärkt werden. Zweimal Redebedarf, den ich hier in Hamburg optisch verifizieren kann. Hilla Seskin zuerst, bitte. Ja, Herr Schieder, also was die Engel angeht, bin ich ja irgendwie doch ganz bei Ihnen. Also ich tue mich immer schwerer, an Engel zu glauben, einfach weil an jedem Autospiegel einer hängt und weil sie so gut zu verkauft sind auf Postkarten und bla 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 und Engelparfüm und so. Das ist Kapitalismus, glaube ich, inzwischen pur. Vielleicht sind die Engel schon längst weggelaufen, um damit nicht in Verbindung gebracht zu werden. Aber den Individualismus insgesamt, ich sehe das ambivalent. Ja? Ja, es ist ein Problem damit, wenn man sich eine Religion nimmt und man pflückt das raus, was einem gefällt und das andere lässt man weg und irgendwann hat man überhaupt nichts mehr. Dann bleibt von Weihnachten nichts als das Geschenk. Und im Islam gibt es das Problem auch. Also Rituale, da sagte ich ja selber schon, die erhalten ihren Sinn dadurch, dass man sie gegen ihre anfängliche Zwecklosigkeit immer wieder gemeinsam vollführt. Das gehört zu einer Religion dazu und wenn man dazu stark an dieser Substanz kratzt, ist der Einzelne ja irgendwann auch völlig auf sich geworfen im negativen Sinn. Wieso soll ich das machen? Wieso soll ich das nicht machen? Gilt das überhaupt noch? Wo ist der Trost? Andererseits muss ich doch zugeben, wir leben einfach heute in einer so stark individualisierten Welt mit Entscheidungen überall. Ich meine, wir können ja gar keinen Kaffee mehr kaufen, ohne über die Größe und den Geschmack und die Stärke irgendwie Auskunft zu geben und so weiter und so fort. Wir müssen andauernd so viele Entscheidungen treffen und uns aus Paketen etwas raussuchen. Und wir sind auch erzogen, zu Recht so erzogen, alles zu hinterfragen, immer zu fragen, wozu ist das, stimmt es, wer sagt das, wer hat das erfunden. Das ist auch richtig, ja. Und deswegen ist es auch schwer, so ganze Pakete zu übernehmen. Also ich muss auch zugeben, ich tue mich da auch schwer. Ich sehe zwar den Sinn und das Tröstende und das Stabilisierende in so einem ganzen Paket, das man bekommt, und gleichzeitig sehe ich aber auch, da gibt es den kritischen Impuls, der sagt, naja, muss ich das jetzt wirklich auch noch mitglauben? Also ist das nicht ein bisschen komisch, wurde das nicht erfunden, bla bla bla. Es ist ambivalent, es ist beides darin und ich glaube, wir müssen jetzt noch eine Zeit lang mit diesem Widerspruch, diesem Hin- und Hergerissen
gerissen sein Leben, ja, bis es sich vielleicht in irgendwas anderes auflöst, etwas Selbst Besseres. Herr Matussek, der eine glückliche katholische Kindheit hatte und leidenschaftlich für den Katholizismus ficht, nickt hier. Ja, Sie haben, die Diagnose ist natürlich völlig recht. Wir leben in einem religiösen Analphabetismus. Und es ist tatsächlich so, in meiner Weihnachtsgeschichte kommt ein Journalist vor, der sieht eine Demonstration zu Weihnachten. Einen Tag vor Heiligabend, Weihnachtsmarkt. Und er stellt fest, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was Weihnachten ist. Und er sieht da eine Demonstration, die für einen Pastor, der in Teheran wegen seines Übertritts zum Christentum im Knast sitzt, und die da verteilen da Flugblätter. Und er sieht, dass die Leute das gar nicht verstehen, dass jemand für da seinen Glauben ins Gefängnis geht oder sein Leben riskiert. Das kann man heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr begreifen. Und selbst die Katholiken, weniger als die Hälfte der Katholiken glauben an die Dreifaltigkeit mittlerweile. Also wenige der Hälfte der Katholiken sind in der Lage, über das Credo noch zu beten. Und da tut die katholische Kirche, ist hier in Deutschland auf einem gewaltigen Holzweg, wenn sie meint, erstmal staatsnah, Kirchensteuer eintreiben und so weiter. Und zum Zweiten, wenn sie meint, durch Reformen, also durch das Verschleudern des, sagen wir mal, dogmatischen Tafelbestimmungen, also Zölibat aufheben und, könnte sie sozusagen nochmal Stimmung in die Bude bringen. Die Leute stehen mit dem Rücken zur Kirche hier in Deutschland. Und das kapiert die katholische Kirche nicht. Da können die auf einem Bein stehen und jodeln. Und die kommen trotzdem nicht in die Kirche. Herr Schmidt-Salomon, wenn das so sein sollte, müsste es Ihnen an sich recht sein. Was aber sagt der Agnostiker? Ich habe ja gelernt, Sie sind nicht Atheist, Sie sind Agnostiker. Was sagt er zu der Zunahme von Wunderglauben, zu der Zunahme des Glaubens an Schutzengel und dergleichen mehr, was wir eben diagnostiziert und besprochen haben? Das Interessanteste daran ist eigentlich, dass das auf die Kirchenmitglieder wesentlich zutrifft, fragt man bei den Konfessionsfreien, das ist ja mittlerweile sogar die größere Gruppe als die evangelischen Christen oder die katholischen Christen alleine. Die aber zusammen immerhin noch 48 Millionen richtig, in diesem Lande ausmachen. Das ist richtig, nur die größte Gruppe, also es gibt mehr Konfessionsfreie als Katholiken in diesem Land. Und wenn man die untersucht, stellt man fest, dass es sehr wenig Wundergläubige dort gibt. Insofern ist hier einfach nur eine Verteilung von dem traditionellen religiösen Glauben hin zu neuen esoterischen und erlebnisorientierten Religionsformen festzustellen. Zur Diskussion eben, ich habe mich hier sehr zurückgehalten und mir das angehört. Ich sehe auch, dass das ein Problem ist, religiöser Analphabetismus, weil man die Welt nicht verstehen kann, wenn man nicht eine religiöse und auch religionskritische Vorbildung hat. Aber ich finde es verkehrt, hier wird so ein Bild aufgemacht, als wäre dadurch alles schlechter geworden. Tatsächlich gibt es ja diesen Sinn, es gibt einen Wertewandel, es ist kein Werteverlust. Ich habe das Gefühl, dass wir heute in einer freieren Gesellschaft leben, als zu den Zeiten, in denen alle in ihren religiösen jeweiligen Gruppierungen fest aufgehoben waren. Ich möchte daran erinnern, dass in Deutschland bis in die 70er Jahre hinein schwule Menschen ins Gefängnis gehen mussten. Wir hatten über 50.000 Menschen, die das getroffen hat, 100.000 Verfahren. Das wäre heute so in Deutschland nicht mehr möglich. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir uns von solchen traditionellen religiösen Glaubensvorstellungen und Wertvorstellungen befreit haben. Ich sehe hier eigentlich einen Emanzipationsprozess, den man nicht nur so negativ darstellen sollte, wie das bisher in der Diskussion angeklungen hat. Ich möchte dem mal eine positive Wendung zu geben versuchen und die wiederum zur Diskussion stellen, indem ich noch einmal einen O-Ton einer Hörerin von uns einspiele, die sich heute bei uns gemeldet hat und die ihren eigenen Vorschlag beigetragen hat. Ich glaube, dass Religion friedensstiftend sein kann, wenn wir in den Kindergärten, dann folgend in den Grundschulen und später in allen weiterführenden Schulen die Fächer Religion abschaffen und dafür das Fach Ethik einführen, und zwar für alle. Dann kann man darüber diskutieren, was ist eigentlich gesagt, wie ähnlich ist uns das eigentlich alles und wo sind die Unterschiede. Da sehe ich eine ganz große Chance statt Philosophie und Religion. Ethik für alle. Das war jetzt eine interessante Bewegung, die ich beobachten konnte. Zunächst wurde genickt, denn man soll früh einsetzen, schon im Kindergarten. Dann aber wurden die Köpfe geschüttelt. Denn Ethik für alle, das ist es offenbar nicht, Frau Seskin. Aber das ist doch sowieso ganz komisch. Ethik statt Philosophie, was für eine Ethik meint sie eigentlich? Also das ist mir total rätselhaft. Ich glaube, es ging
darum, den bisher üblichen Religionsunterricht durch das Fach Ethik zu ersetzen. Nein, aber sie sagte Ethik statt Philosophie und Religion, auch. Sagte sie. Also ich finde da mehreres komisch. Man kann auch Religion nicht auf Ethik reduzieren. Religion hat ganz andere Komponenten, noch welterschließende, gemeinschaftserschließende, eigene, individuelle, spirituelle, was weiß ich was alles. Es geht nicht immer nur um Ethik. Ich finde das eine schreckliche Verkürzung. Es geht in der Philosophie, in der Religion überhaupt nicht immer nur darum zu sagen, was man tun soll zu anderen Leuten. Ja? Und ich meine, ich verstehe auch nicht, warum man nicht Religionsunterricht und Ethikunterricht haben soll. Wir haben ja auch Ethik teilweise als Teil der Gesellschaftskunde und sowas. Ein Unterricht, der über Religionen aufklärt, Bildung vermittelt, wenn ich das richtig sehe. Ja, religionskundlichen Unterricht wäre das. Ich finde doch, da muss ich aber zu sagen, das finde ich in Ordnung. Also ich finde, ein Unterricht, der schaffen würde, hypothetisch, ich weiß nicht, ob es geht, der in verschiedene Religionen einführt, und zwar sowohl aus der Innensicht als auch sozusagen religionskundlich darüber, das fände ich sehr, sehr attraktiv. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das werden wir nicht schaffen. Also das ist fast unmöglich. Rolf Schieder vielleicht kurz, Sie haben vorhin das Bildungsleck beklagt. Ja. Wäre das ein Weg? Naja, gerade nicht. Ich meine, unsere Studierenden, die Lehrkräfte werden, brauchen 10 Semester, um eine theologische Ausbildung zu erhalten. Sie müssen mindestens 2 Sprachen können, Latein und Griechisch. Wenn ich mir anschaue, welche Kenntnisse die Ethiklehrkräfte von den Weltreligionen haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zum Teil abenteuerlich. Wenn dann diese Lehrkräfte dann sozusagen alle Kinder in allen Weltreligionen unterrichten, das wird eine so dünne Bildungsmasse, dass ich sagen kann, das kann nicht gut gehen. Im Gegenteil, was wir brauchen, ist Begegnungslernen. Also ich finde sehr gut, dass es jetzt islamischen Religionsunterricht gibt, dass es islamische theologische Lehrstühle gibt. Genau die Unterschiede stark machen. Nicht wahr? Und wir wollen ja auch keinen Frieden wie auf dem Friedhof. Demokratie ist immer Streit. Demokratie heißt immer, sich mit jemandem auseinandersetzen, der völlig anders ist als ich. Schulen sollen keine aseptischen Räume sein, wo Pluralität sozusagen nur virtuell kennengelernt wird, sondern sie soll ganz real erlebt werden. Und dann soll man lernen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Also interreligiöse Bildung ohne die Begegnung mit real existierenden Religionen ist nicht möglich. Deswegen halte ich von diesem Vorschlag nichts. Matthias Matosek. Umso mehr von dem Vorschlag. Ich kann da nur dabei stimmen, weil... Gleich, Herr Schmidt-Salomon, ganz kleinen Augenblick. Ich stelle mir gerade vor, ich bin 5 oder 7 oder 8 Jahre alt und dann kommt jemand in die Klasse und sagt so, ich habe folgende Angebote. Ich selber halte nicht viel davon, in Parenthese gesprochen, aber man kann das glauben, man kann das glauben, man kann auch das glauben. Ich als Schüler oder als Kind möchte jemanden, der mit Leidenschaft und innerer Überzeugung von einer Wahrheit spricht, die er spürt und die er mir mitteilt. Es gibt in jeder Religion natürlich diesen Wahrheitskern, diese Wahrheitssuche und diesen Wahrheitskern. Und den möchte ich spüren. Und den möchte ich nicht wie ein Bastelunterricht, wie ein Schmidt-Salomon, der mal hier rumplanscht und da mal rumplanscht und so weiter, dahingerotzt kriegen. Jetzt. Sondern ich möchte gerne ein sinnliches Gespür für Religion bekommen. Geben Sie mir das Stichwort und ihm das Wort. Wir hatten jetzt dreimal Widerspruch gegen den Vorschlag der Hörerin. Jetzt muss aber bitte einmal ein Plädoyer dafür kommen. Ich bin ganz auf der Seite der Hörerin. Wir bräuchten ein für alle verbindliches Fach Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde und auch Religionskritikkunde, Philosophiekunde. Das können wir schaffen, wenn wir das nur wollen. Dafür müssen wir aber erkennen, dass tatsächlich der Religionsunterricht als konfessioneller Unterricht ein Fremdkörper im Curriculum ist. Denn die Schule sollte Erkenntnisse vermitteln, keine Bekenntnisse vermitteln. Vor allen Dingen ist ein großes Problem, dieser Religionsunterricht führt oder trägt dazu bei, dass die religiöse Ghettoisierung der Gesellschaft verschärft wird. Und wir neigen dazu, Kindern Dinge zuzuschreiben, die man Kindern nicht zuschreiben sollte. Es gibt keine katholischen, muslimischen, protestantischen Kinder, ebenso wenig wie es sozialdemokratische, grüne und liberale Kinder gibt. Und es für uns alle ist einsichtig, dass man in der Grundschule oder im Gymnasium keinen SPD-Unterricht für die Kinder von SPD-Wählern macht und keinen CDU-Unterricht für die Kinder von CDU-Wählern, sondern dass da Sozialkunde gelehrt wird. Und genau das brauchen wir auch im Fall der Religion. Frau Seskin, kurz. Also ich finde zum einen, die Schule vermittelt keineswegs nur Erkenntnisse, also Sportunterricht und Kunst, das ist ja auch nicht Erkenntnis, das ist Praxis und so kann man Religion auch verstehen. Aber zu Herrn Matosek wollte ich noch sagen, ich fände es schon schön, wenn Kinder auch mal hören würden, wie der Glaube sich natürlich von einem Gläubigen, also einem Mitglied des anderen Glaubens,
anhört. Verstehen Sie? Weil ein Glaube von außen angeguckt sieht immer so bescheuert aus. Entschuldigung, dann lernt man so, die glauben, dass der und der dann und dann lebt und tolle Wunder konnte. Das hört sich immer beknackt an, ja? Deswegen, also wenn man irgendwie das Wunder herkriegte, dass da sozusagen in der Reihe um mal jeder sozusagen von seiner Religion und übrigens auch von der Nicht-Religion, meinetwegen auch ein Agnostiker, erzählen kann, warum er die Welt so sieht, wie er oder sie sie sieht, das finde ich sehr attraktiv. Ganz kurze Schlussrunde in der Kulturkontrovers zum Thema das Kreuz mit der Religion geht nämlich langsam schon zu Ende und ich würde gern abschließend von Ihnen wissen, wie sieht es denn in 20 Jahren aus? Wird Religion eine größere oder eine kleinere Rolle spielen in dieser Gesellschaft als heute? Wer möchte beginnen? Matthias Matussek. Ich habe gerade ein Interview gelesen von einer amerikanischen Harvard-Politologin, die sagte, das nächste Jahrhundert ist God's Century. Das Jahrhundert Gottes. Wenn ich hier nach Deutschland gucke, habe ich da ein bisschen Zweifel. Ich glaube, dass die Kirchen noch leerer werden. Ich glaube, dass der Glaube noch mehr erkaltet und verdunstet. Ich habe in anderen Weltgegenden gelebt, wo das ganz anders ist, wo den Menschen das Heilige und der Glaube was Wichtiges ist, zentral in ihrem Leben. Also ich würde sagen, in Deutschland geht er eher weg, in anderen Weltgegenden dazu. Hilla Seskin. Also Diagnose habe ich vielleicht nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht mehr so unglaublich viel von Religion reden. Also es kann ja für mein Gefühl ruhig mehr Religion geben, im individuellen Leben, auch im gemeinschaftlichen, aber nicht anhand in der Öffentlichkeit dieses ständige Gequatsche und dieses ständige sich Abgrenzen von, denn dazu benutzen wir momentan Religion. Wir benutzen Religion, um zu sagen, die da gehören dazu, sind woanders, die da sind dümmer als wir, die kommen von woanders. Dazu sollten wir Religion nicht mehr verwenden, also sozusagen wie Ethnien, wie Ausgrenzekategorien. Ansonsten Religion kann es gerne geben, aber vielleicht nicht in der Art, wie wir sie momentan in der Öffentlichkeit instrumentalisieren. Michael Schmidt-Salomon. Und vorhin hatten Sie das erste Wort, jetzt sollten Sie fairerweise nicht das letzte haben. Also bitte. Ja, also ich kann Frau Seskin in vielen Punkten hier zustimmen. Aber die Zahlen zeigen schon, dass wahrscheinlich die Mehrheit, dann starke Mehrheit religionsfrei sein wird. Aber das, auch hier kann ich Herrn Matussek mal zustimmen. Das gilt für die säkulare Insel Europas. Das gilt nicht für Afrika und es gilt auch nicht für Südamerika. Das gilt auch nicht für den Osten. Und wir werden wahrscheinlich eine Verschärfung bekommen, leider, zwischen den Polen, denn die aufgeklärte Religiosität schmilzt ab. Das evangelische Christentum, das Herr Schieder, also dieses aufgeklärte Christentum, das Herr Schieder so repräsentiert, ist leider so etwas wie eine absterbende Kulturerscheinung, wie Männergesangsvereine, die am Brunnen vor dem Tore singen. Dafür nehmen aber dann diejenigen zu, die das evangelikale Christentum fördern. Das ist eine der am stärksten wachsenden Religionsgemeinschaften der Welt. Mhm. Und auch in Deutschland kann man feststellen, dass die Gottesdienste von diesen Leuten wirklich besucht werden. Und für die ist die Hölle nicht irgendwie eine Metapher, sondern die glauben tatsächlich an Dämonen, die Menschen befallen können. Professor Rolf Schieder, Sie waren schon angesprochen. Ja, also ich reise nächste Woche zur Saddleback Church in Los Angeles. Das ist eine der großen evangelikalen Mega-Churches. Der Prediger dort hat also ein Buch geschrieben, The Purpose-Driven Life. Das ist 48 Millionen Mal verkauft worden. Also nicht nur auf der Südhalbkugel, auch in den USA ist Religion ein völlig selbstverständliches Moment des alltäglichen Lebens. Herr Schmidt-Salomon hat recht, das sind evangelikale Gemeinden, aber man darf das Evangelikale auch nicht zu sehr perhorrestieren. Wenn Sie sich einmal angucken, wo sich diese Gemeinden, also beispielsweise Saddleback Church, engagieren, das ist Poverty Relief, das ist Environmental Care, das ist dritte Weltarbeit, also dass die alle jetzt homosexuellen Jäger wären und sozusagen jedem anders, glaube ich, in die Hölle wünschen, das stimmt so auch nicht. Im Übrigen, was Religion betrifft, finde ich, hat die Kanzlerin ganz recht, sie sagte ja kürzlich, der Islam ist Teil von uns und außerdem sollten die Christen nicht so viel über die anderen reden, sondern einmal darüber nachdenken, was denn ihre eigenen religiösen Wurzeln sind. In diesem Sinne eben weniger über die Religion der anderen reden, sondern über die eigenen Überzeugungen nachdenken. War das Schlusswort das Kreuz mit der Religion? So haben wir in NDR Kultur heute kontrovers diskutiert mit Hilal Seskin, der Publizistin, Matthias Matussek, dem Journalisten und Autor, Professor Rolf Schieder, Inhaber des Lehrstuhls für praktische Theologie an der Humboldt-Uni in Berlin und Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph, Schriftsteller und Agnostiker. Danke Ihnen allen für die lebhafte Debatte. Mein Name ist Ulrich Kühn. Danke fürs Interesse.